Spritparadies Salzburg, willkommen bei Berderer, meine Damen und Herren. Gestern am Montag gab es in Salzburg zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wieder Sprit bereits um 55 Euro Cent. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Einen Tag lang stand die Stadt auf dem Kopf, es kam zum völligen Verkehrschaos. Der Verkehr kam bis in die späten Nachtstunden zum Erliegen. Wir sind heute hier in Wals-Sitzenheim im Airport Center, dem früheren, bei der neuen Discount-Tankstelle von jenem Mann, der dafür verantwortlich ist, für dieses Spritparadies oder wie andere sagen, das Spritchaos. Markus Friesacher, willkommen bei Berderer. Markus Friesacher, wie haben Sie geschlafen in der vergangenen Nacht? Sehr gut. Also wie gesagt, der gestrige Tag war wirklich toll. Ich habe schon erwartet, dass es ein großer Ansturm wird, aber dass es so ein großes Echo schlägt, mit dem habe ich nicht gerechnet. Sie haben mit Ihrer Aktion quasi für ein totales Verkehrschaos auch in Salzburg gesorgt. Haben Sie da nicht ein bisschen ein schlechtes Gewissen? Nein, absolut nicht, weil ich sage jetzt einmal, mit der ganzen Aktion, was gestern da war, dass sich die Mineralölkonzerne permanent auf meinen Preis drauflegen, eine größere und schönere Plattform hätten sie mir gar nicht bieten können in Österreich. Sehen Sie sich als so etwas wie den Robin Hood der Autofahrerinnen und Autofahrer? Nein, das absolut nicht. Es geht eher mehr um das, dass man sagt, okay, das Ziel ist langfristig die 2 Cent billiger zu sein wie die Mineralölkonzerne, aus dem Grund, weil ich ein geringeres Investment habe, kein Personal, und wenn man das umrechnet auf den Liter, dann sind das ca. 2 Cent, und diese 2 Cent will ich einfach billiger sein wie die Mineralkonzerne. Was ist denn da gestern passiert, dass plötzlich die Preise bei 55 Cent und sogar noch darunter zu liegen kamen? Wie gesagt, der gestrige Tag kann ich rein den Mineralkonzernen verdanken, und wir haben uns runterdividiert bis zu 30, 35 Cent unter dem Einkaufspreis. Wir fahren auch heute mit dem heutigen Preis unter Einkauf. Wie gesagt, die Strategie der Mineralkonzerne ist so, und wie gesagt, ich sehe dem Ganzen sehr gespannt und locker entgegen. Die Frage, die sich viele stellen, ist, wie lange hält der Markus Friesacher denn das aus? Ein großer Konzern kann vielleicht wochenlang so Niedrigpreise anbieten, Sie werden es wahrscheinlich nicht können. Doch, also wie gesagt, ums Aushalten geht es da gar nicht. Es geht einfach um das, dass es akzeptiert wird und respektiert wird. Das, was eigentlich jeder Österreicher und Österreicher versteht, wenn man ein geringeres Investment hat und kein Personal, dass man das an den Kunden weitergibt. Also hat man ja nichts falsch gemacht, das ist ja reine Kalkulationssache, was jeder versteht, mit einer schlanken Struktur beginnen und langfristig das umzusetzen. Wenn wir zurückschauen, Sie haben jetzt aktuell 85,7 Cent für den Liter Diesel. Wann wird er wieder bei 55 Cent liegen? Hängt von den Mineralölkonzernen ab, ob sie sich noch einmal enthaupten wie gestern, weil, wie gesagt, es ist ja für die Bevölkerung und für die Glaubwürdigkeit ja nicht gerade die richtige Strategie gewesen, was sie gewählt haben. Zum Schluss noch, wie geht es weiter jetzt? Wann werden die nächsten Discount-Tankstellen auf die Österreicherinnen zukommen? Wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt einmal auf das erste Projekt hier, und das andere werden wir dann bekannt geben, wenn es soweit ist. Vielen Dank.